manchmal muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig hier. Der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Tempel oder was? Ein echter Fußballtempel. Auch wenn es um nicht viel geht, dieses Duell kann man sich immer anschauen. Wir dürfen sicher sein. Das ist die Möglichkeit. Das wird nichts. Weit vorbei. Barkley. Einfach mal Langholz. Mitrovic ist das. So jagt man heute den Ball. Mitrovic. Er hatte, da ist die Chance. Klasse Aktion vom Keeper. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Der Ball läuft gut. Können Sie was draus machen? Der Hurricane himself, Harry Kane. Er hält drauf. Tor für England. Der erste Streich und England macht's. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die, die da unten sind. Mitrovic! Es fehlt nur Millimeter zum Tor. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. Wunderbar nach vorn gespielt. Sie rennen da gegen eine Wand. Mitrovic. Barkley. Sterling. Sterling gibt auf der linken Flanke richtig Gas. Der Ball kommt von Raheem Sterling. Ein Kopfball. Der geht nicht. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Savic. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorn orientieren? Ja, absolut. Aber warum? Ganz klare Strategie. Jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken und je mehr Druck wir machen. Und Mitrovic! Serbien gleicht aus. Jetzt bin ich gespannt. Was sagst du denn zu diesem Tor? Der Torwart in dieser Situation chancenlos. Er legt den Ball flach, genau dahin, wo er ihn hinhaben möchte. Wir sind auf Remikus. Das ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Ball kommt von und ein Schuss. Den hat er nicht voll erwischt. England auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zur Pause. Ich glaube, mit dem Unentschieden können beide Teams zufrieden sein. Es ist ein packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften, das muss man wirklich sagen, auf Augenhöhe. Das Unentschieden, das geht vollauf in Ordnung. Durchgang 2 ist schon im Gange. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen.
ein klasse Zuspiel. Und er ist zur Stelle. Jordan Henderson. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Mitrovic. Physisch enorm präsent. Alexander Arnold. Das kostet Kraft. Und der rein den nimmt er direkt. Der letzte Tick geht. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Und der Ballverlust. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Jordan Henderson. Und rein dann. Wie der sich hochschraubt. Bitte einmal eine Fahrkarte lösen. In der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Sie bringen ihren Tempodribbler, eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation fürs Team. Alexander Arnold. England. Erhöht jetzt den Druck, um die Partie in dieser späten Phase noch für sich zu entscheiden. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Jordan Henderson. Jordan Henderson mit dem starken Lauf auf der rechten Seite. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Spielverlagerung auf die linke Seite. Was für ein dicker Kopf! Jetzt aber! Es war die letzte Aktion vor dem Abpfiff. Beide Teams schienen mir letztlich mit dem Unentschieden nicht unzufrieden. Wobei logisch, wenn man spät den Ausgleich erzielt, dann darf man sich so ein bisschen als moralischer Sieger fühlen. Es ist vorbei. Während der kompletten Partie ist es zu keiner Entscheidung sicher versenkt. Da hat er den Torhüter blitzsauber verladen. Sterling stellt sich der Aufgabe. Wunderbar abgewehrt. Der Torhüter hat exakt den richtigen Riecher. Serbien mit der Chance, die Führung auszubauen. Der Ball kracht an den Pfosten. Der Torhüter war bereits geschlagen, aber hier hatte er das Glück des Tüchtigen. So, hier kommt der zweite Schütze. Und bumm, voll in die Mitte. Jetzt steht es 1:1, jeder einmal getroffen. Es war spannend, es ist spannend und es bleibt spannend. Klasse gemacht vom Keeper. Ich weiß nicht, inwieweit der Torhüter über Spickzettel im Vorfeld informiert war, aber er hatte genau die richtige Ahnung. Natürlich tritt auch der Captain an. Klar, er muss schon Kraft seines Amtes hier verantworten. Der Ball ist im Tor, da hat er den Keeper aber schön verladen. Serbien versucht gleich zu ziehen. Er hat den Gegner ausgeguckt und den Ball gehalten. Das wäre der Siegtreffer. Alles oder nichts. Und damit steht der Sieger fest. Ein Elfmeterschießen zu verlieren ist besonders bitter, aber so ist es eben.